Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MySummerCar. Ja, wir wissen ja, dass es in MySummerCar nicht nur ein, zwei Fahrzeuge gibt, sondern dass es wesentlich mehr gibt. Aber wie man an diese Fahrzeuge herankommt, ist halt vielen nicht bewusst. Zum Beispiel steht hier so ein blauer Van rum. Und diesen blauen Van, den kann man sich ergattern. Kann man sich ganz einfach holen. Ne, weil bis jetzt kann man die Kiste nicht verwenden. Wenn man hier einsteigt, ist so hier dieses Zündschloss, aber wir haben keinen Schlüssel dafür. Und dann wird hier nämlich so ein netter Herr, das ist nämlich unser Onkel. Naja, man mag es kaum glauben. Und bei dem muss man einfach bloß ein bisschen Sturm klingeln. Muss man halt ein bisschen auf den Nerv gehen. Der möchte nicht immer ganz so, wie er soll. So, jetzt kommt nämlich hier dieser Fettklops raus. Und der hat nämlich unsere Schlüssel. So, jetzt haben wir nämlich hier den Van-Schlüssel und damit haben wir nämlich jetzt uns den Van quasi ausgebucht. Jetzt können wir nämlich an diesen Bus einsteigen und Zündung anmachen. Ich weiß, es ist ein Diesel, müsste man eigentlich vorklingen, aber was soll's. Jetzt hier das Brett zumachen und dann können wir nämlich mit dieser Kiste einmal frei losfahren. So, und nun ein paar Ingame-Wochen später steht dieser Van einfach dann irgendwann, wenn man halt diesen Schlüssel hat. Irgendwann steht er halt hier einfach an diesem TÜV-Gelände rum. Ja, es gewittert ja etwas. Da steht er einfach, wie gesagt, an diesem TÜV-Gelände rum. Und da kann man sich nämlich einfach reinsteigen und den Van mitnehmen, weil wenn der Van nämlich rumsteht, hat ihn unser Onkel abgegeben. Dann hat er einfach hingestellt und überlässt den Van quasi seinem Schicksal. Jetzt können wir uns einfach hier reinsetzen. Warten, bis er vorgeglüht hat. Können ihn starten. Und können den Van mit nach Hause nehmen und ihn für unsere Zwecke nutzen. Also der Van gehört jetzt voll und ganz uns. So, und das war schon die ganze Magie. Und jetzt gucken wir uns an, wie wir unseren LKW holen. So, und dann gibt es ja in diesem Spiel auch noch einen LKW. Und den LKW, den bekommt man ganz einfach. Man muss einfach sich nur hinsetzen. Sich ein bisschen Gequatsche von dem Typen hier anhören. Kann nebenbei sein Bier austrinken. Und dann erzählt er ihm halt was, was eigentlich niemanden interessiert. Also mal gucken, können wir jetzt hier hingehen? Ne, wir können bloß klopfen. Schade. Ah, Schlüssel ist noch nie da. Aber das hängt dann nämlich der Schlüssel rum. Immer noch geschlüsselt da. Quatschkopf. Ah, jetzt. Jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt. Jetzt hängt hier nämlich dieser Schlüssel drum. Und jetzt gehört uns nämlich noch der LKW. Jetzt ist halt bloß die Frage, wo der LKW steht. Und das ist im Endeffekt aber gar nicht schwer. So, nun hier hinten. Quasi, da ist der TÜV. Und jetzt hier ist dieses Gebäude, wo man dann später seine Kacke, die man mit dem LKW abpumpt, hierher bringen kann.
Hier steht das LKW nämlich rum. Wir haben uns jetzt nun diesen Schlüssel organisiert. Das können wir uns ganz chillig hier reinsetzen. Ebenfalls wie beim Van vorhin auch. Einfach fortliegen lassen. Warten, bis hier dieses Zeichen ausgeht. Also quasi diese Glühwendel da, bis diese Lampe ausgeht. So sieht das aus. Jetzt kann man ganz einfach stoppen. Jetzt gehört er auch uns, jetzt kann man auch mit nach Hause nehmen. Das war's. Damit bedanke ich mich beim Zuschauen. Mann, ist das laut. Ihr wisst jetzt, wie man an den Van und an den LKW rumkommt. Damit haben wir nochmal zwei neue Fahrzeuge gewonnen. Das sind jetzt aber erstmal alle Fahrzeuge, die man fahren kann. Also bis auf das Auto beim Werkstatttypen da. Aber das gehört uns ja nicht, das ist ja bloß wirklich, wenn das Auto in der Werkstatt steht, das ist aber ein anderes Thema. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Lasst mir gerne noch Feedback in den Kommentaren da, was ich besser machen kann, was ich auch schlechter machen kann. Ne? Gibt's ja auch, vielleicht soll ich irgendwas schlechter machen. Ja, also, kleiner Spaß am Rand. Und damit bedanke ich mich beim Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.